Wobei ich bin sicher, der nächste Gast von Brian, dem wurde sicher auch schon mal ein Velo geklaut. Aber ich hoffe, es war kein elektrisches Velo, das ihm geklaut wurde. Die sind deutlich teurer. Brian, bin gespannt. Dein nächster Gast ist der Pionier in Bern für E-Bikes. Ja, genau. Bei mir geht es jetzt weiter mit dem Thomas Höchst persönlich, der CEO und Gründer von Thomas Veloshop. Und apropos die App, kannst du sagen, also die e-Police-App habe ich auch schon genutzt, Miriam. Kannst du Bilal sagen, ich habe mein Velo nämlich auch schon dort gemeldet. Das ist auch der einzige Grund, warum wir sie kennen. Richtig im Aus. Und du kannst ja mal bei Thermo nachfragen, bei Thermos Bike nachfragen, wie viel sie mit gestohlenen Velos zu tun haben. Mach ich. Also, dann freue ich mich jetzt hier auf Thermo Binkel. Ich sehe ihn leider noch nicht bei mir im Bild. Immer noch nicht. Da ist er. Thomas Binkeli, ganz herzlich willkommen. Ich glaube, der Thomas Binkeli muss man sich nicht vorstellen hier im Raum Bern. Ich mache es aber gleich. Und zwar ist er der Mann, der eben da hier in Oberried hat er sich gerade eingefunden. Hinten dran hat er sein Bikepark als Hintergrund. Wunderbar gemacht, Thomas. Sehr schön, wie das aussieht. Der Mann, der ist in Bern auch in Velokreisen fast eine Legende. Das hat auch damit zu tun, mit der Geschichte, wie er seinen Laden hat gegründet hat. Als die Eltern in der Ferien waren, hat er nämlich gefunden, im Alter von 17, ich verkaufe ihre Schafe und richte im Stall einen Veloladen ein. Thomas, wie fest ist das Legende und wie fest ist das wirklich wahr? Erzähl mal. Ja, wie alles, so ein Legenden und Wahrheit sind ja ganz nah zusammen, aber es war sicher so gewesen. Ich habe mit 14 im Ofenhäuschen mein Velogeschäft gemacht, dann im Wäschhäuschen. Und dann haben wir immer mehr Platz gebraucht. Und da die Eltern einmal auf Amerika sind gegangen, für meinen Onkel zu besuchen, habe ich die letzten Schafe und Geissen verkauft. Und habe ihn operiert, mein Velogeschäft richtig aufgetan. Und Thomas, in Oberried bist du immer noch, also du bist dort nicht nur heimisch gewesen, du bist auch heimisch noch mit deiner Firma, mit Thomas Veloshop, wo mittlerweile auch noch eine zweite hast, nämlich das ist das, was Miriam vorhin angesprochen hat, der Stromer, den du ja auch hast gegründet. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, die Heimat von Thomas Veloshop, auch wenn du ganz viele Läden hast in der Stadt, die bleibt für immer der oben Oberried, oder? Ich wünsche mir das. Wir kämpfen, dass wir Oberried können umzahlen in ein Bike-Resort mit dem Swiss Bike Park, den wir hinten dran sehen, mit dem ganzen Verkaufserlebnis und so, darf ich schon sagen, ist Oberried zum Bike-Mekka und oder Bike-Resort geworden, wo nicht nur erfunden wird, nicht nur entwickelt wird, sondern auch verkauft und vor allem viele Leute sich hier oben treffen. Wir haben vorhin, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, bei uns im Livestream haben wir eine Dokumentation über die Folgen des Lockdown auf den Handel, zum Beispiel auf Veloläden etc., wo alle Läden sind geschlossen wurden, die nicht wirklich essentiell waren. Das hat auch euch betroffen, mit Stromer und mit Thomas. Sag schnell, wie war die Zeit für euch, März, April? Ja, es hat zwei grosse Herausforderungen gegeben bei uns. Die eine ist die Unsicherheit, wie läuft es und wie kommt man zu den Kunden. Da darf ich sagen, das haben wir relativ gut und relativ schnell in den Griff bekommen. Wir haben den Slogan gehabt, so persönlich geht digital. Hey, dank unseren Stammkunden und dieser Umstellung auf die digitale Welt haben wir trotzdem mit unseren Kunden können kommunizieren. Wir haben Fahrt in die ganze Schweiz eingerichtet, für Velo zu holen, Velo zu bringen und den Schweiz-Service zu machen. Das war das Erste, was herausfordernd war, aber wo man Sachen können umsetzen konnte, die man vielleicht schon länger hätte sollen oder müssen. Die zweite Seite ist aber die ganze Beschaffung, die ganze Supply Chain. Und auch während dieser Zeit ist Taiwan als grosser Zulieferant ist ebenfalls nach Chinese New Year die Lockdown gefallen. Und von dem her haben wir auf der Beschaffungsseite, auf der Produktionsseite natürlich heute noch grosse Herausforderungen, wo wir ehrlich nur dank unserer Schweizer Produktion in Oberwangen mit Stromer und in Dörrishaus mit Thomas können takten und aufrechterhalten. Nach dem Lockdown oder auch währenddessen, Thomas, hat es ja einen massiven Veloboom gegeben. Meine Frau gehört dort auch dazu, sie hat sich auch ein E-Bike gekauft. Wie hat ihr auf das reagieren? Also, ich habe zum Beispiel, oder wir mussten zum Beispiel mehrere Monate warten auf das Velo von meiner Frau.
Wie ist es bei euch gewesen? Seid ihr auch völlig überrennt worden? Ja, wir sind sicher überrennt worden. Wir sind aber nicht so überrennt worden. Wir haben unseren Plan gehabt, dass wir wachsen. Wir haben natürlich im Februar das Lager für unsere Produktion Bums voll gehabt schon. Es ist ja nicht so, dass man die Ware erst bestellt, wenn man die Velo verkauft, sondern wir sind es gewöhnt, dass Shimano eine Lieferzeit hat zwischen 6 und 8 Monaten. Und von dem her haben wir den Lagerbestand relativ hoch gehabt und haben zu jeder Zeit, nicht ohne Ausnahme, aber zu jeder Zeit eigentlich relativ gut können liefern. Und man sieht so, also man sieht viel von euren Velos und eure Läden, die sind gut frequentiert. Allgemein, Tomu, wenn du das Gefühl hast, Velofahren wird immer wie digitaler, oder? Die Stromer, die sind hoch vernetzt. Ich sage manchmal, das ist wie ein fahrendes iPhone, das kann ja mittlerweile fast alles. In welche Richtung geht das, denkst du, mit der Digitalisierung und den zwei Rädern? Ja, also wir glauben schon ganz lange dran. Seit 12 Jahren haben wir das Gedankengut, dass wir eine SIM-Karte schon ins Velo haben gemacht. Das hat dann noch absolut niemand gemacht. Wir sind heute noch bei Stromer die Einzigen, die eigentlich nicht ein E-Bike sind, sondern ein Digital-Bike ist. Und ich könnte mir nicht vorstellen, wie man sonst unser Geschäftsmodell betreiben sollte. Wir sind in 16 Ländern, es fahren irgendwo 180'000 Velo auf der Welt. Also wir müssen alle halbe Jahr oder alle Jahr Software-Updates machen. Und wenn man es immer müsste, die Velo zurückrufen, die einstecken, dann würde man das einfach als KMU aus Oberwangen nicht überleben. Das Zweite ist schon der ganze Diebstahlschutz, wo man halt über das Handy einfach kann blockieren kann. Und dann wird der Motor blockiert, wenn der Kunde fahren will oder der Dieb will fahren, dann bekommt er ein SMS, das jetzt gestohlen wird und könnt so immer tracken, wo es ist. Aber auch im ganzen Sharing-Bereich kann man natürlich die Konnektivität brauchen. Also, aber auf deine Frage, es ist jetzt schon lebensnotwendig, dass wir die Digitalisierung und die Internet of Things-Technologie im Griff haben. Und in Zukunft wird es sicher noch viel wichtiger im Bereich Sharing, im Bereich Diebstahl, aber auch Produkte halt immer wieder können schlussendlich erneuern. Aber E-Mobilität ist doch wirklich, glaube ich, ein absolutes Stichwort. Wir haben es vorhin auch schon gehabt, hier bei Miriam, was eben darum geht, dass Mobilität auch so ein bisschen moderner soll gedacht werden, so ein Ökosystem, so ein Netzwerk. Wenn ich dich richtig verstehe, oder, dann seid ihr dort auch schon dran, oder, mit der App, mit den Sharing-Funktionen, dass man auch einen Stromer oder vielleicht ein anderes Demos-Velo in der Familie oder außerhalb der Familie übergeben, sicher und immer weiss, was ist. Absolut. Also wir haben ja mit unserem Velo immer Smider gefunden vor ein paar Jahren und wo jetzt Bond heisst. Das ist natürlich ein Gedankengut, die ganze Sharing-Ökonomie, dass wir da ein Teil von dem Ganzen können sein können. Und ich glaube, dort wird ja noch ganz viel gehen im Bereich Service, aber auch im Bereich kleine Zellen, vielleicht für Firmen, KMUs, für größere Firmen, aber auch für Families oder für Haushalte, wo man ihrem Kollegen, Tochter oder dem Sohn das Velo zur Verfügung stellen, in gewissen Zeiten, in gewissen Strecken und vor allem halt auch mit gewissen Abrechnungssystemen hinten dran. Also dort wird sich in den nächsten 2-3 Jahren sicher noch ganz, ganz viele Sachen eröffnen. Jetzt sagst du schnell, wie macht ihr das? Jetzt bist ja du in Oberried, wir haben vorhin den Bikepark gesehen, die Produktion ist durch dein Haus und Niederwangen. Weißt du, wie willst du das skalieren? Das sind ja immense Datenpäckchen, die ihr müsst handhaben. Wie wollt ihr das machen? Baut ihr eine riesen Serveranlage auf? Ja, ich glaube, diese Datenmenge ist überhaupt kein Problem mehr. Und das, was durch die Luft durchgeht, wir haben angefangen mit 2G vor 12, 13 Jahren. Dann hat man die Module noch alles selber müssen entwickeln. Wir haben aber noch SIM-Karte in die Velo reingesteckt. Mittlerweile läuft es über Chips, über 3G oder 4G oder vielleicht neue 5G. Es gibt Services von Swisscom, wo die Cloud und die grossen Datenmengen können gehostet werden. Von dem her ist das nicht mehr. Die Technologie ist irgendwo 0815 geworden. Die Technologie ist da. Viel wichtiger ist, dass man die richtigen Thematiken daraus braucht, dass man auf die richtigen Partner setzt und vor allem die richtigen Schlüsse daraus zieht, was wirklich auch der Kundennutzen ist.
Der Mut, der immer seid gut gsi, habe ich gefunden, ist im Marketing. Und zwar, sage ich mal, handfestes, echtes Marketing. Von früher, wo du im Laden bist und jedem Tang schüttelt und mit jedem noch einen Schwatz teilst, bis zum Influencer-Marketing. Ich kann mich noch erinnern, anfangs Stromer, wo der Leonardo DiCaprio mit einem Stromer ist rumgefahren. Ich würde fast sagen, als erste Berner Firma hat er wirklich so grosses Influencer-Marketing gemacht. Wie fest ist das strategisch gsi, weisst du? Oder wie fest ist das einfach organisch passiert? Ja, es ist, viele Sachen ist schon gar nicht passiert. Und ich muss schon sagen, unser wichtigstes Marketing und für das, was wir auch gelebt haben und immer leben, ist eigentlich die Innovation im Produkt. Also wir wollen weiterkommen, wir wollen Sachen entwickeln. Darum leisten wir so eine relativ grosse Entwicklungsabteilung. Wir haben Software-Ingenieure, wir haben Hardware-Ingenieure, wir haben Industriedesigner nach wie vor bei uns auf dem Bauernhof, aber auch in Oberwangen, beim Stromer Campus, wo wir darauf setzen, dass wir im Produkt weltweit ganz, ganz führend sind. Und dann hat man es halt auch leicht, dann erst so zu Opinion Leader zu kommen, wie ein Leonardo DiCaprio ist oder wie ein Bryan Adams oder wer da alles auf dieser Welt mit unseren Produkten mit viel Freude rumfährt. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, für euch läuft es wirklich gut. Oder? Wir haben einen Boom in E-Mobilität, wir haben Tesla, der plötzlich mitredet bei den grossen Autoverkäufern in der Schweiz. Aber gleichzeitig haben wir den Shift eben zum Velofahren. Bern ist eine Velostadt, will noch viel mehr zur Velostadt werden. Wo siehst du Dömus, wo siehst du Romer in 5 bis 10 Jahren? Ja, wir sind sicher in einem sehr wachsenden Markt, wie du schön sagst. Oder ich darf sagen, es ist ein Megatrend. Bern ist überhaupt noch nicht so entwickelt, wie sie könnte entwickelt sein. Sie haben zwar viele Fortschritte gemacht, aber wenn man Amsterdam mal und Kopenhagen oder sonst andere Städte, die velomässig extrem Geld geben, extrem Gas geben, dort ist natürlich noch ein Riesenpotenzial in allen Städten und um die anderen Länder da. Von dem her glaube ich ganz fest, dass das Velo, ich glaube auch, dass das Velo das genialste Fortbewegungsmittel ist, von Tür zu Tür zu fahren. Und dass wir mit unseren beiden Marken, mit Stromer und Thermus, sehr gute Zukunft haben, wenn wir im Produkt und in der ganzen Supply Chain können mithalten. Jetzt hast du vorhin gesagt, ganz am Anfang, bevor wir zu den zwei letzten Fragen kommen, wir haben noch Chat-Fragen. Ihr dürft euch nebenbei jederzeit melden, wenn ihr noch mehr habt. Hast du vorhin gesagt, oder Supplier, die waren vorbereitet, weil ihr optimistisch planen konnte. Ich glaube wirklich, weil es einen Megatrend gibt in Richtung Velo. Da habt ihr auf eine Art und Weise auch Glück gehabt, dass ihr so positiv und optimistisch planen konnte. Hat dann irgendwann die Supply Chain gleich wegen der Covid-Krise so ein bisschen Probleme bekommen? Oder seid ihr jetzt so, wo ein paar Länder den zweiten Lockdown haben, seid ihr jetzt in Schwierigkeiten gekommen? Oder habt ihr das hergebracht, sage ich mal, trotz dieser doch globalen Krise, stetige Lieferketten aufrechtzuerhalten? Ja, dank dem, dass wir KMU sind und relativ viel Risiko eingehen in Supply Chain, dass wir da Risiko eingehen in halt hohe Warenbestände, dass wir liefern können, das hat uns geholfen und wird uns sicher in den nächsten 6 bis 8 Monaten extrem helfen. Wir hatten einen Lieferverzug gehabt, das war bei einem wichtigen Teil, bei einem Shimano EP8-Motor, wo wir im September eigentlich neu haben gelauncht und die ganze Produktion darauf ausgestellt haben, dass wir ab September einen neuen Motor produzieren können. Wir haben alle Teile eigentlich bei uns in Dolishausen Produktion am Lager. Und der Launch ist von Shimano jetzt bis Mitte November zurückgeschoben worden. Und dort muss ich schon sagen, dort haben wir schon sehr gelitten, dass wir das jetzt nicht können ausliefern in diesem superschönen Herbst, wo Kunden auf die Velo hätten wollen, dass wir jetzt erst in 10 Tagen in die Produktion gehen können. Das ist vor allem beim E-Mountainbike, wo ebenfalls ein Megatrend ist beim Lightrider i2, wo wir nicht die Stückzahlen jetzt können machen, wie wir das geplant haben. Aber trotzdem seid ihr optimistisch und ich glaube, die Kunden haben ja auch ein Verständnis. Wenn das das Einzige ist, was ihr Lieferverzögerungen hat, gratuliere ich schon mal an dieser Stelle, dass ihr das so hergebracht habt. Da seid ihr sicher eines der wenigen Unternehmen überhaupt im Velogeschäft, das eben wirklich absolut boomt. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage, wieder eine zukunftsgerichtete Frage stellen aus dem Chat, Dömu, und zwar der Frank Kalberg, das ist eine spannende Frage, die er stellt. Und zwar zur, ja, vielleicht nicht unbedingt Dichotomie, sondern vielleicht mehr Synergie von Velos und Autos. Grundsätzlich reden wir entweder von Velo oder Auto, aber er will wissen, hast du das Gefühl, irgendwann werden Velos und Autos verschmelzen hinsichtlich Material, Technologie, Design, wo
ja, wo Design von Velos auf Autos geht oder umgekehrt. Siehst du dort irgendwie Potenzial? Ja, ich glaube ganz fest an die kombinierte Mobilität, dass die Leute nicht einfach entweder Autofahrer sind oder Velofahrer sind. Ich sage immer, mit dem E-Bike haben wir die Schweiz können flach machen. Das E-Bike ist wahnsinnig effizient. Auch weil es nur zwei Rädchen hat, was wir noch nicht haben geschafft, ist die Schweiz immer trocken zu machen. Und von dem her gibt es ganz sicher viele Überlegungen im Velobereich oder aus der Velobranche, wie man auch Kleinwagen oder in diesem Bereich Kleinwagen schlussendlich kann pumpen. Also die Genialität vom Velo, schnell sein, sehr leicht sein, super effizient sein und noch trocken werden, das ist das, was wir in der ganzen Branche sicher werden daran arbeiten. Zum Schluss noch eine Frage für die Zukunft aus dem Chat. Was sind deine Top 3 Tipps für Velo-Infrastruktur in Städten in der Schweiz zu verbessern? Ja, mutig sein, Sachen zu entkoppeln. Also erstens mal nicht Auto und Velo versuchen zusammenzuhaben. Dort, wo es nicht geht, Geschwindigkeiten anpassen. Wir sind eigentlich der Meinung, dass die schnellen S-Pedelecs 50 fahren können, dort, wo sie mit dem Auto zusammenfahren, dass es im gleichen Verkehrsfluss ist. Punkt 2 und Punkt 3 ist Toleranz sein gegenüber Auto und Velofahrer und halt die richtigen Materialien haben, dass man sicher schlussendlich durch die Strecke fahren. Merci vielmals, Dömu. Hast du dir die Zeit genommen, live zugeschaltet aus Oberried. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und eine gute Woche.